Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Er hier ist der Till von dem YouTube-Kanal Till und sein Vlog, der macht immer so tägliche Vlogs, ne, wir haben Vlogs. Ja? Vlogs. Filmt sein Leben und so ein Kram, ne? So. Ho, 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 macht er nicht mehr so. Und ich bin der Sashi und wir reden heute über den 21. Dezember und am 21. Dezember haben wir wieder ein berühmtes Geburtstagskind und das ist Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, 1977 geboren, wusste damals noch nicht, dass er Premierminister werden wird, 2017 in Frankreich. Das wusste er damals noch nicht. Nee, das wusste er natürlich noch nicht. Nein, nein, nein. Nee, das hat er erst später irgendwie. Mit dieser Bewegung En Marche. Kennst du? Kennst du? Nein. Nee, haben wir nicht so richtig mitgekriegt, aber es war auf jeden Fall so. Und hat das Präsidentenamt in Frankreich erobert als jüngster Präsident ever. Ja. Super. Emmanuel Macron, am 21. Nicht Macron, sondern Macron. Macron, nicht Macron. Macron. Ja. Ja, am 21. Dezember 1977. 21. Dezember ist natürlich auch, da kann man auch mal über Macron, also Kokos-Macron oder so sprechen. Weil das ist jetzt dein Thema, oder? Nein, aber also, das ist... Dann machen wir nochmal dein Thema. Mein Thema? Ja. Moment. Achso, ernstes Thema? Ernstes Thema. Okay, ernstes Thema. Also 1991, am 21. Dezember, ist die Sowjetunion quasi zerfallen. Ach, das war dann GUS oder was? Ja, ja, genau. Später dann die GUS. Aber nach 69 Jahren Sowjetunion war dann Feierabend. War Sense. Mhm. Das war am 21. Dezember. Mhm. Ja, auch eine Information, die man erstmal auf der Platte haben muss. Ne? Ja, so kurz vor Weihnachten ist natürlich dann auch scheiße, ne? Hast du wahrscheinlich andere Sachen zu tun? Ja. Letzten Geschenke mitten, kaufen. Mitten im Geschenkerausch, ne, zerfällt die Sowjetunion. Das ist ja doof. Krass. Man muss doof gewesen sein damals, ja. Am 21. Dezember 1937 war Filmpremiere von Schneewittchen und die Sieben Zwerge. Also der Hollywood-Film. Der Hollywood-Film oder der Zeichentrickfilm? Walt Disney Zeichentrick? Du ja, weißt, Walt Disney. Ja, der Hollywood-Zeichentrickfilm. Ja, okay, okay. Dann weiß was ich ja, ist der Unterschied? Ja, nichts, aber es gibt ja auch diverse Filme mit realen Schauspielern. Nee, Walt Disney ist doch, also, ist doch 1937 ja, immer gezeichnet gewesen. Ja, kann sein. Aber wie ja, gesagt, es gab später dann auch Schneewittchen in Spielfilmen und in anderen Versionen. Ja, aber das war nicht gemeint. Okay. 1937 Premiere von Schneewittchen und die Sieben Zwerge. Also, weißt du, was eigentlich die Haltung weißt, wieder? Das war weißt, gar nicht weißt, ernst. Weißt du, was auch Premiere hatte? Was denn? Und zwar war das 1989 mal wieder. Da kam der zweite Teil von Zurück in die Zukunft. Zurück in die Zukunft? Ja. Ja, da ist Dr. Er, Emmett Brown und Marty McFly. Da ist er ja in das Jahr 2015 gereist. Richtig. In diesem Film. Genau. Und kannst du dich noch erinnern, 2015? Das war sehr geil. Am 5. Oktober 2015 war das, glaube ich. Genau, um spezielle Keine Uhrzeit. Da haben sie ja gesagt, jetzt kommt Marty McFly, genau, kommt zu uns. Ja. Kannst du dich erinnern? Ja, ja, ja. Das war ein riesen Ding irgendwie, dann überall im Fernsehen. Irgendwie, heute kommt Marty McFly und so und so. Das Lustige ist, krieg ich dass, Gänsehaut, dass ja sogar, das, sogar die Schauspieler an dem Tag dann nochmal mitgemacht haben und so. Also wirklich hier der Christopher Lloyd. Christopher Lloyd. Ja. Und, Lloyd ist ja auch, der wird mit zwei L geschrieben. Mit zwei L geschrieben. Lloyd. Ich habe das jetzt nicht mit Sprachfehler gemacht, nee, sondern der wird so geschrieben. Ja. Und Marty McFly ist... Michael J. Fox. Richtig, ja, genau, genau. Und Elizabeth Shue hat ja die Dingens da gespielt. Ja. Aber erst ab dem zweiten Teil. Ja, aber auf jeden Fall haben die... Also die sind dann auch an diesem Tag quasi in Fernsehshows erschienen, zu zweit und so. In dem Outfit? In dem Original-Outfit. Okay. Das war sehr lustig. Ja. Also war schon ein netter Film, also... Der erste war besser, aber der zweite ging. Ja, der erste war besser, aber es war schon ganz cool. Ja. Obwohl, nee, Moment mal, bei Terminator war der zweite besser. So, jetzt guckst du blöd, ne? Ja, muss man vielleicht der mal erste, der erste ist nicht immer besser. So, ja. Das war der 21. Dezember. Wir haben jetzt ganz viel gelernt über den 21. Dezember. Und wir sehen uns morgen wieder am 22. Dezember. Hast du eigentlich alle Geschenke schon gekauft, so nebenbei? Natürlich. Ich, nee, ich habe die schon seit September. Seit September? 1. September kommen die Lebkuchen ins Regal und ich sag, bäm, jetzt hole ich die Geschenke. Das heißt, du verschenkst nur Lebkuchen oder was? Nein, aber das ist dann für mich so der geistige Blitz, so jetzt. Weißt oder du dann nie schon, was du dann schenken willst? Nee, aber das ist auch egal. Ich habe heute noch nichts. Nee, also ich, normalerweise gehe ich immer am 24. Ich habe ja schon vergessen, was ich verschenke.
Achso, hast du schon eingepackt? Ich habe eingepackt, ich weiß nicht mehr, was. Schenkst du dir doch selbst, das ist immer eine Überraschung für dich. Ja, wäre auch mal eine Möglichkeit. Jetzt hör auf zu quatschen, ich will jetzt hier aufhören. Schönen Feierabend. Cheerio, Miss Sophie!